Salut, ça va? Und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, liebe Freunde, ich bin heute mit meinem Camper hier hochgefahren zu einem Stausee und der heißt Lac de Emosson. Das ist auf Französisch. Wir sind immer noch im Kanton Wallis bei Martigny links Richtung Großer St. Bernhard und da kann man diese wunderschönen Stausee besichtigen. Ja, und ich werde heute hier übernachten. Mal schauen, wie das ist. Ich zeige euch mal den Stausee und dort, wo mein Camper steht. Also, das hier ist der Stausee Lac de Emosson. Und da ganz unten, wie man sieht, links ist das Restaurant. Und da, circa da, steht mein Camper. Habe einen wunderschönen Ausblick auf den Stausee. Neben mir ist der Franzose, der mit dem Klappdach. Der braucht gleich zwei Parkplätze. Und das ist eine wunderschöne Gegend. Ich bin das erste Mal hier. Und schaut mal die wunderbare Aussicht. Da ganz hinten ist Martigny. Ja, und das hier ist der Mont Blanc. Hier ist es wunderschön, die ganzen Berge. Morgen machen wir eine kleine Tour. Da gehen wir da so hin. Übrigens, da hinten ist ein zweiter Staudamm, ein sehr kleiner. Ja, und so sieht das hier oben aus. Ein Aussichtspunkt. Circa 15 Minuten von diesem Parkplatz. Ja, und das ganze Gebiet kann man noch erkundigen. Das ist ziemlich weitläufig. Da ist noch ein bisschen Schnee. Ja, und dann weiter hinten ist Frankreich. Da geht es dann über den großen St. Bernhard oder durch das Tunnel. Ja, mal sehen, was wir alles heute erleben. Also, man sieht sich.
Ja, meine Freunde, da oben ist diese Berghütte, ist noch nicht offen und da fahrt diese Straße hoch. Bei Hauptsaison kann man hier sogar mit einem Bus hochkommen zu dieser Hütte. Mal schauen, wie weit das wir kommen. Wunderschön. Ja, wenn alles offen ist, werde ich hier nochmals kommen, denn hier ist sehr interessant. Da hat es auch einen Zug, wo speziell ist im Berg, und eben hier das Postauto oder also ein Bus kann man vom Stausee-Restaurant hier hoch zum Bergrestaurant fahren. Ja, das machen wir natürlich auch. Ja, und da ganz oben habe ich schon Tiere gesehen. So. Ja, da ganz weit hinten, circa hier so, da ist mein Camper. Und ich habe sehr gut geschlafen. Es waren auch andere da, aber es ruhig, sehr ruhig.
und ich bin überhaupt nicht aufgewacht. Und jetzt heute zeitig los. Mal sehen, wie weit das wir kommen. Da ist der Stausee. Da hinten Parkplatz mit Restaurant. Und der Schnee schmilzt dahin. Aber wunderschön. Heute ist ja ein Feiertag, Auffahrt. Und da kann sehr viel los sein, dort hinten. Aber jetzt sind wir noch alleine.
Podcast schon die Hütte mit einem weiteren Staumauer. Ja, meine Freunde, von dort ganz hinten, da steht mein Camper. Dann sind wir über die Staumauer, den ganzen Weg hier hoch. Und da ist die Hütte. Die ist noch geschlossen. Und da ist der Staudamm. Ein bisschen kleiner wie der andere. Wunderschön. Ja, die Saison ist noch nicht angefangen. Ich bin hier fast alleine. Im Sommer, im August oder so, fahren wir hier hoch mit dem Bus. Mal schauen. Aber jetzt genießen wir diesen wunderschönen Tag. Und die Staumauer gehört uns. Ja, meine Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen auf diesem wunderschönen Staudamm. Ich weiß leider nicht, wie der Name ist, aber ich werde es anschreiben. Ganz alleine. Ja, offiziell ist er noch nicht eröffnet. Ich denke, im Juli oder August. Wunderschön. Haltet euch fest. Da unten ist die Hütte. Und da ganz weiter hinten, der Lac de Limousin.